Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing rund um die Kamera, also meine Alpha 6400. In diesem Video wollen wir uns den Camlink angucken, beziehungsweise unboxen. Den brauchen wir ja, um die Kamera am PC nutzen zu können, als Webcam. Und ganz lustige Geschichte, den habe ich bei der gleichen Firma geholt, wo ich meine Festplatte damals geholt habe, bei Gravis, weil da wieder mal ein geiles Angebot war. Bis zur Festplatte hin, damals kannte ich die Firma Gravis gar nicht. So, da ist er. Mit dem Elgato-Zeichen können wir hier so aufklappen. Ah, hier steht auch eine Erklärung. Elgato Gaming Download. Ach so. Gut, eine Software müssen wir noch runterladen. Dann haben wir einen USB, einen kleinen, also eine Verlängerung, klar. Das ist auch ganz gut, weil der Camlink halt auch ein bisschen dicker ist. Und so können wir den dann praktisch so hier ran machen. Und dann das hier locker machen, logischerweise. Das machen wir auch gleich mal. So. Und dann können wir das am PC hinten ran baumeln. Das ist so dick wie normaler USB-Kabel. Das ist natürlich dicker. Und dadurch würden wir dann natürlich ein USB verlieren, wenn wir den da ran machen, wenn nicht viel Platz ist. Das ist hier normaler USB. Ist auch ein sehr, guck mal, wie dick der ist. Hm, toll. So, was haben wir denn hier noch Schönes drin? Oh, wir haben einen Elgato-Aufkleber mit bei. Wüsste ich jetzt nicht, wo ich den hinkleben soll. Und eine Anleitung, die wir auch nicht brauchen, weil die Anleitung ist ja hier drauf. Ist ja hier erklärt. Ladet zum Loslegen Elgato 4K Capture Utility herunter. Okay, wir sollen die 4K Capture Utility runterladen und dann kann es losgehen. Unten ist nichts drin. War aber ein kurzes Unboxing. So, können wir das auch hier lassen. Wir brauchen den Schutz da ja nicht. Vielleicht schaffe ich das ja auch, dass wir heute gleich, also Donnerstag ist heute Abend, also jetzt, dass wir die vielleicht auch gleich heute Abend im Stream benutzen, aber ich glaube nicht. Ich muss nämlich gleich hoch, Abendessen und Zähne fertig machen und so. Ja. Und dann hier kann man sie denn als Webcam benutzen. Die kann, wo steht denn das hier? Für Windows 10, bla bla bla, ja. Hier, 4K und Full HD. Steht, aber nee, hier steht es nicht drauf. Doch, hier unten. 4K mit 30 FPS. Und die Kamera hat ja auch nur 30 FPS. Von daher passt das super. Bin ich genau im Range drin. So. So, und dann würde ich sagen, dann wartet jetzt auch für das Unboxing. Schnell kurz, da gibt es halt nicht viel zu sehen. Fazit kommt dann später, wenn ich es dann mal benutzt habe, weil ich werde das erstmal alles einrichten müssen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.